Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conga Bären Conga Crafts. Heute mache ich mal was ganz anderes, denn ich bin getaggt worden. Vielen Dank, liebe Elisa, fürs Taggen. Ich hoffe, ich kriege das auch gut hin, weil das habe ich noch nie gemacht. Also seid etwas nachsichtig mit mir. So, ein Tag, für die, die es nicht wissen, ich wusste es vorher auch nicht, das sind vorgegebene Fragen, die man beantwortet, um damit die Leute einen besser kennenlernen. Und diesmal ist es ein Kreativ-Tag. Also hier dreht sich alles um Kreativität. Dann lege ich mal los. Wie auch Elisa bin ich der Meinung, dass die Frage 1 und 2 zusammengehören, aber ich lese beide mal vor. Wie kannst du in deinem Alltag kreativ sein? War die erste Frage. 2. Bist du beim Kochen, Kleiderwahl, Frisuren, Make-up etc. kreativ? Also mit Klamotten, da habe ich es nicht so mit Kreativität, weil ich, wie ihr schon mitgekriegt habt, nicht der Norm entspreche. Und dadurch habe ich da auch gar keine so richtige kreative Ader. Keine Ahnung. Make-up benutze ich nicht. Nicht mehr. Früher ja, mittlerweile nicht mehr. Dann Frisuren. Da gucke ich immer, dass ich so schnell wie möglich meine Frisur hinkriege. Und da bin ich eigentlich weniger kreativ. Früher ja, aber eigentlich jetzt nicht mehr. Ich bin zwar experimentierfreudig, wenn ich beim Friseur bin und ich sage, okay, ich möchte hier rote Strähnchen und schwarze Strähnchen, was ich mir jetzt vor kurzem habe machen lassen. Aber richtig kreativ eigentlich da nicht. Im Backen zum Beispiel, Kochen, Backen ja, weil ich kann kein Rezept so machen, wie es im Buch steht. Also ich muss immer irgendwas abändern. Entweder mache ich was dazu oder ich lasse was weg oder ich mache weniger. Also in der Beziehung bin ich da dann schon etwas kreativer. Aber man kann ja auch in anderer Hinsicht kreativ sein. Zum Beispiel, ich bin bekannt dafür, dass ich die Leute gern erschrecke. Und da lasse ich mir manchmal schon etwas einfallen, vor allem bei meiner einen Freundin. Nur ein Beispiel, ich wusste, dass sie einen Raum betritt und hinten dran ist es ja dunkel, da muss man erst das Licht anmachen und habe dann, bevor ich die Tür zugemacht habe, einen Besen hinten dran gestellt, dass, wenn sie die Tür aufmacht, der umfällt und sie erschreckt. Ja, leider habe ich es nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich hätte mich totgelacht. Also auf jeden Fall, da kann man auch kreativ sein in sowas. So, jetzt frage jetzt 3. Zeige oder erzähle von der letzten Sache, die du selbst kreiert hast. Naja, ihr wisst ja, was ich so kreiere und ich kreiere ja ständig. Gut, die Bügelmatte, das war das Letzte, das ist ja keine richtige Kreation. Aber die Klatsch-Mandy, die kennt ihr ja, da habe ich ja die Anleitung gemacht. Also das war eine richtige Herausforderung, vor allem die Anleitung dazu zu machen. Und ansonsten bin ich ja nur, also alle meine Anleitungen und so, das sind ja die ganzen Sachen, die ich selbst kreiere. Und das meiste, was ich nähe, kreiere ich auch selber. Und wenn ich mal etwas nachnähe, dann sage ich das natürlich auch dazu. So, ach ja, und Bilder. Also die Hintergrundbilder oder da, wo ich drauf schreibe, die Materialien und so, das mache ich ja alles selber. Also ich habe ja kein fertiges Bild, ich mache die ganzen Bilder selber und das ist ja auch kreativ. Die Nummer 4. Was sind deine liebsten Materialien, um dich kreativ auszutoben? Das ist einmal der Stoff, ganz klar, weil mit Stoff kann man unwahrscheinlich viel machen. Und der Computer. Also ich arbeite unwahrscheinlich gerne am Computer. Ich kreiere da gerne Dinge. Vor kurzem habe ich zum Beispiel für einen Künstlerfreund von uns die Visitenkarten entworfen. Und ich denke mal nicht, dass er dieses Video sieht. Auf jeden Fall kriegt er das zum Geburtstag, kriegt er so ein Packen Visitenkarten geschenkt. Weil Künstler, ihr wisst ja, sind oft finanziell nicht so gut dargestellt. Ne? Ja, und wie gesagt, Stoff, da kann man unwahrscheinlich viel machen und vor allem, man sieht auch gleich ein gutes Ergebnis. Wenn man strickt, dann strickt man und strickt und strickt und hat 2 Stunden gestrickt und sieht nur so ein bisschen und beim Nähen, da näht man 2 Teile zusammen und hat schon was. Ne? Also von dem her sind das meine liebsten Materialien, Stoff und der Computer. 5. Dein absolutes Lieblingsprojekt, was du mal umgesetzt hast. Ja, da das Nähen mein Hobby ist, sind eigentlich fast alle Sachen, die ich nähe, meine Lieblings,
Sachen, die ich umsetze. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich, ja, ich überlege mir ja vorher, und was gefällt mir, an was habe ich Spaß, und ja, es gibt kein Lieblingsprojekt. Sind alle toll. Ich finde sie alle super. Und ja, Frage 6. Ein Projekt, welches total gescheitert ist. Also, ich würde nicht sagen gescheitert. Also auch wenn man mal ein Teil, das man genäht hat und nichts geworden ist, in die Tonne tritt, ist es nicht gescheitert. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, man lernt eher durch die Dinge, die einem nicht gelingen, wie durch das, was einem ständig gelingt. Weil, weil wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt diesen Fehler gemacht, das mache ich das nächste Mal anders. Und ja, dadurch kann ich ja nur lernen. Also gescheitert kann man da eigentlich nicht sagen. Im Punkt Kreativität und im Punkt Projekt, ne? Und ansonsten habe ich keine Projekte, also, nee. Also bis jetzt toi, toi, toi. Doch nicht gescheitert. Frage 7. Was sind kreative Projekte, die du gerne mal umsetzen möchtest, aber nicht dazu kommst, beziehungsweise nicht die Möglichkeiten dazu hast? Ja, also eigentlich versuche ich immer alles umzusetzen, was mir in den Kopf kommt. Ihr wisst ja, dass ich es nicht so mit Klamotten habe. Klamotten nähen, das ist nicht so mein Ding, weil ich habe erstens mal eine normale Nähmaschine. Ja, ich weiß, man kann auch mit einer normalen Nähmaschine Klamotten nähen. Aber irgendwie, gerade mit diesem dehnbaren Gewebe und so, mit Jersey, da traue ich mich noch nicht so richtig ran. Also Zeit hätte ich schon, aber das wäre eigentlich so ein Projekt, das ich mal umsetzen möchte. Vielleicht mal ein Shirt. Also einen Schnitt habe ich mir schon gekauft. Den Schnitt habe ich auch schon übertragen auf Schnittpapier, also Schnittbogenpapier. Aber ich habe es noch nicht geschafft, den Stoff zu holen. Den habe ich, besser gesagt, den habe ich ja schon, aber den Stoff dann ja mit Schnitt und Ausschneiden. Und ja, das habe ich noch nicht geschafft. Aber das wäre so ein Projekt, wo ich mal umsetzen möchte, ja, wenn ich mich dann mal traue. Ja, ich traue mich auch mal was nicht. Mhm. So. Frage 8. Wovon lässt du dich am meisten inspirieren? Woher kommen deine Ideen und Einfälle? Das ist total unterschiedlich. Mal sitze ich da, starr so in die Luft und bing, habe ich eine Idee. Oder ich höre ein Lied. Kommt auch vor, ich habe ein Lied gehört und kam dann plötzlich auf die Idee, hey Mensch, ja, das in dem Stoff, das wäre doch was. Oder ich bin in der Stadt, schnüber ein bisschen rum, sehe irgendwas und komme da auf eine Idee, das anders zu machen oder was ganz anderes. Manchmal kommt man von dem Shirt plötzlich auf eine Tasche. Also, Oder beim Pflanzenmau, die haben so tolle Deko-Sachen. Da schnüber ich auch gern rum und da kriege ich dann auch oft Ideen und lass mich inspirieren. Also ja, das sind eigentlich so die Sachen. Ja. Frage 9. Welche drei, ich habe jetzt dazu gefügt oder mehr, Werkzeuge erleichtern deine kreative Arbeit am meisten? Mein Daumennadelkissen, mein Danaki, das erleichtert mir unwahrscheinlich die Arbeit. Also früher habe ich ständig das Nadelkissen gesucht und jetzt habe ich es dabei. Und ihr kennt das ja. Ich habe das ja ständig, immer bei meinen Projekten. Also nicht mehr missen. Super. Und natürlich diese Wonderclips, die Clover Wonderclips. Also ich finde die sowas von genial. Gerade wenn man jetzt Wachstuch hat oder Leder und nicht stecken kann. Gut, man könnte natürlich in der Nahtzugabe stecken, aber das ist immer so eng und so schmal. Da muss man auch immer aufpassen und dann wölbt sich das durch die Nadeln so arg. Auch nicht immer gerade so gut. Aber diese Clips hier, diese Wonderclips, ich finde die genial. Wie bin ich früher nur ohne die ausgekommen? Und dann natürlich Papier, Bleistift, ganz wichtig, Radier. Klar. Und eigentlich so Nähmaschine, ganz klar. Ja,
meine Lieblingsmaterialien, wo das Arbeiten natürlich erleichtern. Ne? Ja. Und zum Schneiden, klar, mit der Schere kann man gut schneiden, auch in Kurven. Aber für gerade Schnitte finde ich natürlich den Rollschneider und dann so eine Schneidematte. Und natürlich das entsprechende Lineal dazu. Finde ich natürlich auch sehr erleichternd. Gerade wenn man jetzt viel Grades schneiden muss, mehrere Schichten, kann man gerade mit dem Rollschneider durch und ist natürlich auch eine super Sache. Frage Nummer 10. Wie siehst du die Grenze zwischen sich inspirieren lassen und eine Idee genau kopieren? Findest du es schlimm, Ideen zu übernehmen, beziehungsweise dass deine Ideen übernommen werden? Jein. Also auf der einen Seite finde ich es toll, wenn Ideen quasi übernommen werden, aber nur, wenn sie dann dazu verwendet werden, um sie zu ändern. Einfach, dass man mal so eine Idee hat und die dann nimmt und daraus dann etwas anderes macht. Weil eine Idee zu 100% 1:1 zu übernehmen, das finde ich nicht in Ordnung, weil ich habe mich stundenlang hingesetzt, habe überlegt, wie mache ich das, wie zeichne ich das, habe genäht in die Tonne. Und dann geht hier da jemand her und nimmt das einfach, die Idee, fertige Idee, und gibt sie als seine aus. Das finde ich absolut nicht okay. Wie gesagt, übernehmen, ändern, eigene Ideen reinbringen, gar kein Thema. Aber 1:1 übernehmen, auf keinen Fall. Also damit bin ich irgendwo nicht einverstanden. Genauso ist es auch mit den Anleitungen. Wenn jemand meine Anleitung 1:1 übernimmt, mit Maßen, mit fast so dem gleichen Text, also das finde ich nicht okay. Weil wie gesagt, man steckt da unwahrscheinlich viel Zeit, Arbeit, Gehirnschmalz mit rein und dann die Arbeit am Computer noch, um das Ganze zu machen. Also am Computer sind das ungefähr 90%, wo diese Anleitungen ausmachen, noch dazu. Und dann geht jemand her und nimmt es einfach und sagt so, das ist meins. Nee, nicht in Ordnung. Also Zusammenfassung, übernehmen, ändern, okay. 1:1, nein, auf keinen Fall. Frage 11. Gibt es Phasen, in welchen du keine Einfälle hast und dich total unkreativ fühlst? Wie gehst du damit um? Ja, manchmal wünschte ich mir, ich hätte keine Einfälle oder wenig Einfälle, weil ich habe einfach zu viel. Ich komme dann vom Regen, vom Tröpfchen zum Regen, ich habe jetzt eine Idee, dann sehe ich was anderes und denke, oh ja, das könntest du damit dazu machen. Ja, aber das passt besser jetzt zu dieser Tasche. Ja, nee, das, ja gut, dann könnte man das so und so und so machen, wenn man da jetzt noch ein Schlüpfchen macht. Und, ja, und dann mit dem Reißverschluss und, ah nee, das passt dann besser zu einer Strandtasche. Nee, das könnte man doch, oder hier, dann könnte ich das machen, dann könnte ich jenes machen, dann könnte ich dies machen. So viele Ideen, dass ich wirklich auf keinen grünen Zweig komme und wirklich es nicht fertig bringe, mir jetzt mein Projekt zusammenzustellen. Und zu sagen, okay, das nähe ich jetzt. Weil ich dann immer wieder, ah nee, dann könnte ich ja das und das und das. Ah! Ja, zurzeit geht mir es nämlich so. Ich habe so viel und denke, nee. Und das Schlimme ist, wenn man dann endlich nach Jahren sein Projekt zusammengestellt hat, dann kommt ja noch die Stoffwahl. Ja, welchen Stoff nehme ich jetzt? Und wenn man das Ding aus mehreren verschiedenen Farben zusammensetzen möchte, ja, was nehme ich als Außenstoff? Was nehme ich hier als die Applikation? Was nehme ich als Innenstoff? Was nehme ich als, ja, und dann hat man endlich seinen Außenstoff, sucht den Innenstoff, dann findet man einen schönen Innenstoff, wo man denkt, oh, der wäre auch schön, aber da passt der Außenstoff nicht mehr dazu. Okay, wieder anderen Außenstoff suchen. Dann findet, ja, das könnte ich jetzt so weiterführen. Also ich habe viel zu viele Ideen, also gar keine Ideen. Ich glaube, das gibt's nicht. Frage 12. Gibt es YouTuber oder Blogger, die dich inspirieren? Ja, es gibt einige Blogger. Ich fange jetzt mal mit den Blogger an. Da ist einmal die Alba Linnea. Die macht unwahrscheinlich exotische Tiere und Bären, die man sofort erkennt, dass es von ihr ist. Ich finde die einfach
Süß, die sehen süß aus, die haben goldige Gesichtchen und die Art von, also wie gesagt, ihre Tiere, ihre Bären, die sind einfach einmalig und so. Also das ist auch sehr inspirierend. Dann die Schnabelina. Schnabelina, die macht ja auch viel Nähsachen. Gut, eine Zeit lang arg viel für ihre Kinder. Das hat mich jetzt wieder nicht so interessiert. Aber wenn sie jetzt mal so ihre Hip-Tasche da macht oder die große, kleine, mittlere Schnabelina-Tasche. Also ja, das ist auch sehr inspirierend. Vor allem ich weiß nicht, die hat so, auch so tolle Ideen. Echt klasse. Dann Furikritas, die macht realistische Tiere, also Raben, Wölfe, Hunde, Katzen, Bären, alles Mögliche und also wirklich top. Also da kriegt man dann auch Ideen, wo man denkt, hey, ja, das könnte ich doch, ja. Und dann noch die Castradayu. Dagmar kann ich mir viel besser merken. Sie näht auch unwahrscheinlich viel, aber mehr in dem Bereich, dass sie für Krankenhäuser so Drainagetaschen näht oder bei Herzkissenaktionen mitmacht, beim Brustkrebs. Und also sie setzt sich da unwahrscheinlich ein und die Frau, die näht und macht und tut, das ist sagenhaft. Also sie ist auch sehr inspirierend, finde ich. Es gibt auch noch viele andere Blogger, aber die Liste, die ist einfach viel zu groß. Ja, YouTuber gibt es auch einige, die mich so inspirieren, wo ich, ja, das ist auch Ina von Petit Doux. Die Art und Weise, wie sie etwas zeigt, was sie so zeigt, welche Ideen sie hat, finde ich toll. Und vor allem finde ich es auch super, obwohl sie Schneiderin ist und Bekleidungstechnikerin gelernt hat, bringt sie die Sachen wirklich so rüber, dass man sie auch versteht, weil das ist nicht so selbstverständlich. Die meisten, die gelernt haben, die bringen das nicht so rüber. Die überspringen Teile, wo man denkt, hä, wie komme ich jetzt von hier zu dem? Was liegt dazwischen drin? Und das, finde ich, überbrückt sie gut. Dann Großmutter Käthe. Käthe ist auch, die hat auch so tolle Ideen immer und da frage ich mich auch, wo kriegt sie jetzt schon wieder diese Idee her? Also inspiriert mich auch, wo ich dann auch denke, ah ja, das ist eine Idee, das könnte man doch auch mit was anderem und ja. Dann, wen hatte ich noch? Ja, im englischen Bereich finde ich die Debbie Shore ganz toll. Ich kann zwar kaum Englisch, aber sie erklärt auch so gut und zeigt das auch so gut, dass eigentlich nichts schief geht. Gut, man muss nicht in jedem Video zeigt sie die Zentimeter an, sondern die Inch, da muss man halt umrechnen. Ne? Aber ansonsten finde ich ihre Sachen ganz toll und vor allem ihr Hund Alfie, den finde ich ja schon der Hammer. Ihr müsst es mal angucken. So, dann die Nummer 13. Von welchen YouTubern, Bloggern würdest du den Tag auch gerne sehen? Tagge mindestens drei Personen. Und ich habe jetzt vier, weil ich wollte nicht auch zu viel, weil das würde überhand nehmen, weil man muss diesen Leuten, die man taggt, ja auch noch die Chance geben, andere zu taggen. Und meistens im kreativen Bereich sind es ja fast immer die gleichen. Muss man sich mal überlegen. Weil wenn ich jetzt die Käthe tagge, Käthe, du bist getaggt. Da muss sie auch die Chance haben, noch andere zu taggen, die ich jetzt vielleicht auch schon getaggt habe oder jemand anders da vor mir. Ne? Also Käthe. Die Käthe möchte ich gern taggen, weil ich die Ideen, wo sie hat, einfach toll finde und auch mal ein bisschen mehr erfahren möchte. Dann die Marina Prompton. Sie wohnt zwar in Amerika, aber sie ist deutsch. Und macht ihre Anleitungen in Deutsch und in Englisch. Also wenn sie jetzt eine Tasche zeigt in Englisch, dann zeigt sie die auch in einem anderen Video in Deutsch. Finde ich echt super. Also Marina, du bist getaggt. Dann die Julia von Fadenfreundin. Also ich finde sie auch, sie hat so eine wirklich ganz eigene Art, Anleitungen zu machen und zu zeigen. Auch die Sachen, die sie zeigt, finde ich super. Gefällt mir einfach. Also Julia, du bist auch getaggt.
Und dann finde ich noch den Lutz von Mail Knitting. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wie gesagt, Englisch bin ich nicht ganz so bewandert. Und zwar, er strickt. Lutz strickt. Und das finde ich so super. Da geht so in diesem Strickmodus auf. Das ja, macht richtig Spaß zuzugucken und auch seine Ideen, die er hat. Und er hat auch jetzt ein Buch geschrieben vor einiger Zeit. Also toll. Lutz, ich tag dich. Und ich hoffe, ihr macht alle mit. Also Marina, Käthe, Julia und Lutz. Ich hoffe, ihr macht mit und wir werden in einiger Zeit etwas von euch sehen und hören. So, jetzt bin ich durch. Ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe mich nicht so oft versprochen und bin nicht zu nervös, weil selbst merkt man da, dass ja, Zittern in der Stimme und so. Und die Blogs und die YouTuber, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, die setze ich nachher in die Infobox. Also die Links, wo ihr euch auch mal informieren könnt, euch mal anschauen könnt. Vielleicht gefällt es euch auch, vielleicht kennt ihr es auch schon. Einige dürft auf jeden Fall kennen, denke ich. Petito kennt ihr garantiert. Ja, also das setze ich alles noch unten rein. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten einen Kommentar reinschreiben und dann werde ich so schnell wie möglich beantworten. Ja, und ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr zu sagen. Okay, bis dann. Tschüss. We'll be right back.